Ja, herzlichen Dank, Herr Geisel, Frau Freund, meine Damen und Herren, lieber Pierre Bégory, da komme ich gleich noch drauf, denn freue mich ganz besonders, heute hier zu sein. Mit der Einleitung, da muss ich natürlich kurz drauf eingehen, da machen Sie ein bisschen Bock zum Gärtner, endlich soll es praktisch werden und wen holen Sie aufs Podium und den Professor. Ich werde mich aber dennoch sagen, hoffentlich genau in diese Richtung entwickeln. Warum habe ich Pierre Bégory so ein bisschen hervorgehoben? Ich weiß, als ich vor 2 Tagen meinen Kindern sagte, ich bin auf einer Veranstaltung, da kann ich mit Peter Fox diskutieren, da war nur die Reaktion, Mann, wie geil ist das dann? Und Kinder, die ja normalerweise so ein etwas distanzierteres Verhältnis zu dem haben, was Papa macht, da kommt dann plötzlich so ein Reframing. Und ich glaube, das hat thematisch mit viel mit dem zu tun, was wir heute diskutieren und wie wir die Klimadebatte in den letzten Jahren gerahmt haben, ne? Als so etwas extrem Belastetes, schwer Beladenes, von oben mit großen Planungen, dann ins Detail runterplanend und all das, was so im Leben Freude macht, ne? Die Dinge mit einer gewissen Kreativität zu entwickeln, zu schauen, wie knüpfe ich das an die eigenen Identitäten an, das ist in der Umwelt- und Nachhaltigkeitsdebatte über lange Zeit sehr stark verloren gegangen. Und wir sind derzeit beim wissenschaftlichen Bad Globale Umweltveränderungen. Das ist ja das Beratungsgremium für die Bundesregierung, das die Bundesregierung im Hinblick auf die globalen Herausforderungen berät, in den Endzügen unseres Urbanisierungsgutachtens. Wir werden im Frühjahr nächsten Jahres dieses Gutachten vorlegen mit der Perspektive, was heißt denn derzeit die globale Kulisse für die Entwicklung der Städte? Und da wird genau diese Frage, dass wir die Art und Weise, wie wir die Transformationsprozesse, die Veränderungen zu nachhaltigen Städten auf den Weg bringen, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vermutlich noch mal in einer ganz neuen Form rahmen müssen, sozusagen ein Stück raus aus diesem sauerteigischen und oft belastenden zu kommen. Und deswegen möchte ich meinen Vortrag auch gerne in 3 Teile teilen. Ich möchte als erstes kurz mal die Bühne skizzieren. Eine globale Bühne, wo Berlin einer der großen Stars ist. Also auf dieser Bühne wird auf Berlin geschaut und ich glaube, das soll auch Sie auch noch mal motivieren im Hinblick auf das, was hier in der Stadt passiert. Dann möchte ich ein Stück auf das Motiv dieses Songs eingehen, der auch in dem WBGU-Gutachten dann durchscheinen wird. Nämlich der Blick auf Klimaschutz aus einer konsequent menschorientierten Perspektive. Nachdem wir sehr, sehr lange diese Debatte, auch aus guten Gründen, aber im Wesentlichen mit naturwissenschaftlichen, mit technischen Argumenten geführt haben, muss sich das verändern hin auf eine konsequente menschorientierte Perspektive und werde dann so die 3 zentralen Strophen skizzieren, die bei einer solchen Perspektive in dem Song eine zentrale Rolle spielen. Da ist das Ökologische weiterhin ein zentrales Momentum, aber es spielt genauso eine zentrale Rolle, das, was Andreas Geisel gerade sehr schön deutlich gemacht hat, diese ganze soziale Dimension, die Teilhabedimension. Ich kann eine Stadt nicht in Bewegung bringen, wenn ich nicht dort Schwingung und Resonanz erzeuge. Und es braucht eben dieses dritte Momentum, dieses Individuellen, dieses Kreativen, dieses an Identität anknüpfenden Elements, um wirklich Transformation auch zu klimaneutralen Städten auf den Weg zu bringen. Zur globalen Bühne und warum Berlin dort eine zentrale Rolle spielt. Ich habe Ihnen 3 Bilder mitgebracht, die diese aktuelle globale Bühne eben sehr schön charakterisieren. Das erste ist die Pariser Klimakonferenz, auch jetzt gerade in den Reden schon sehr intensiv angesprochen. Das ist ja ein Stück die Kulisse für die Strukturierung der Klimadebatte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Die Weltgemeinschaft so ein Stück drauf schaut, wie stark wird sich Multilateralismus nochmal erweisen, also der Versuch wirklich über einvernehmliches Verhandeln auf globaler Ebene dieses Thema voranzutreiben. Oder wird es zumindest gelingen, und das wird ein ganz wichtiger Baustein in Paris, das, was sozusagen an zentraler Planung passiert, auch stärker zu koppeln mit den Bewegungen von unten und diese nicht abzutöten. Denn wir haben heute viele Länder und Staaten, nehmen wir nur die USA, wo in einzelnen Bundesstaaten, in einzelnen Städten schon sehr, sehr viel mehr passiert, als auf nationaler Ebene durchsetzbar ist. Wir haben zivilgesellschaftliche Bewegungen, wir haben zum Teil aber auch in vielen Bereichen Unternehmen, die mit einer ganz anderen Geschwindigkeit an die Themen herangehen. Und die große Herausforderung auch in dieses Prozesses nach der Paris-Konferenz, die im Hinblick auf die ambitionierten Ziele sicher nicht genau das erreichen wird, was wir uns erhoffen. Aber das Entscheidende in dem Prozess danach ist, dass man diese Bewegung noch enger verzahnt und diese Kraft von unten, der mehr Bedeutung gibt. Und da werden Städte eine zentrale Rolle spielen. Das zweite Bild
sind diese im September von der UN verabschiedeten sogenannten 17 Sustainable Development Goals. 17 Nachhaltigkeitsziele als Kompass für die nächsten 15 Jahre bis zum Jahr 2030. Und um das einzuordnen, ist es wichtig zu wissen, dass im Jahr 2000 sogenannte Millennium Development Goals verabschiedet wurden. Das waren Ziele, wo es insbesondere darum ging, an die Armutsbekämpfung, an die Herausforderungen für die ärmsten Staaten heranzugehen. Also da kam die Weltgemeinschaft zusammen und es gab fast noch so ein Stück im kolonialistischen Modus das Gefühl, ja gut, den Ärmsten müssen wir irgendwie helfen. Das ist das Problem auf dieser Welt. Da sind sehr ambitionierte Ziele gesetzt worden, in einigen auch durchaus sehr schöne Fortschritte erreicht worden. Und jetzt, 15 Jahre später, man eben ganz klar erkannt hat, das darf nicht nur ein Entwicklungsprogramm werden für die ärmsten Länder dieser Welt, sondern viele und die meisten der Industriestaaten sind letztlich im Hinblick auf die globalen Herausforderungen massive Entwicklungsländer. Denn die globalen Herausforderungen, mit denen wir zu tun haben, vom Klimawandel, den ganzen ökologischen Dimensionen, aber auch in dem, was sozusagen an Ökonomisierung von Kultur passiert, da haben wir mit riesen Herausforderungen gerade in den entwickelten Ländern zu tun. Und wir brauchen ein Lernen und ein Aufeinanderzubewegen auf Augenhöhe. Und darum sehen Sie in diesen 17 Zielen durchaus diese Ziele der klassischen Armutsbekämpfung, des Durchsetzens von Bildung, des Schaffens von sehr viel besseren Beteiligungsmöglichkeiten, Punkte, die eine zentrale Rolle spielen in den Ländern des Südens, aber eben die gesamten ökologischen und Nachhaltigkeitsherausforderungen, wo eben dann die USA mit immer noch 16, 17 Tonnen pro Kopf CO2 eben ein gewaltiges Entwicklungsland ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern, die heute trotz erheblichen Lebensqualität bei ganz anderen Emissionen liegen. Das ist sozusagen die zentrale, integrierte globale Agenda der Nachhaltigkeit für die nächsten 15 Jahre. Auch von 180 Staatschefinnen und Chefs unterschrieben und sagen das zweite Element der Bühne. Und dann kommt jetzt im nächsten Jahr hinzu die nur alle 20 Jahre stattfindende Habitat-Konferenz. Das ist die UN-Konferenz, auf der sozusagen der Blick auf die Städte gerichtet wird. Die letzte 1996 in Istanbul, 2016 im November in Quito wird dort eine neue urbane Agenda für die nächsten 20 Jahre im internationalen Kontext verhandelt, eben in engem Bezug auf das, was mit den Sustainable Development Goals und mit Lima erarbeitet wurde. Und daran sieht man schon, dass sich eben hier das widerspiegelt, was Frau Frauens und Herr Geisel ansprachen, die Schlüsselrolle der Städte in diesen übergeordneten globalen Prozessen. Sagen, da wird ein Großteil der Frage, ob wir mit diesen Klima- und Nachhaltigkeitsherausforderungen umgehen können, wird sich entscheiden an den urbanen Agenden der Zukunft. Und das ist eben auch der Grund, warum wir im wissenschaftlichen Bereich globale Umweltveränderung auch in unserem Gutachten den Fokus auf die Städte gelegt haben. Und wenn man sich jetzt anschaut, was das heißt für die Städte, und Herr Geisel, Sie haben es für Berlin deutlich gemacht, diese hohe Wachstumsdynamik, dann ist das global, hat das ja nochmal eine ganz andere Dimension. Wir werden bis zum Jahr 2050 fast 3 bis 4 Milliarden Menschen haben, die neu in Städte global hineingehen werden. In zum Teil überhaupt erst entstehenden Städten, wenn man sich die Dynamik gerade in Asien, in China anschaut, da werden in den nächsten 20 Jahren wird nochmal sehr, sehr viel mehr Stadt entstehen, neue Stadt entstehen, als wir heute insgesamt in Europa haben. Aber eben auch zum großen Teil in informelle Formen von Siedlung. Das, was wir landläufig als Slums bezeichnen, bis hin zu großen Flüchtlingslagern. Also wir haben eine massive Bewegung in unterschiedliche Formen von Stadt. Sagen, das, was wir erleben in den nächsten 40 Jahren, ist eine gewaltige Migrationsbewegung, eine Wanderungsbewegung hin in die Städte. Und wenn man das Bild vor Augen hat, dann wird klar, warum derzeit auf dieser Bühne so stark nach Deutschland und Berlin geschaut wird. Weil wir nicht nur als ein Land mit einer besonderen wirtschaftlichen Stärke ohnehin im globalen Fokus stehen, zunehmend auch in vielen globalen Konflikten in neue geopolitische Rollen hineinwachsen. Nein, weil wir derzeit insbesondere der Prüfort und der Prüfstein sind, wie human in entwickelten Gesellschaften mit solchen Migrationsbewegungen umgegangen wird.
Denn hinter dem, was wir derzeit hier national diskutieren und austragen, steckt letztlich die Grundidee von Nachhaltigkeit. Die Frage, ob wir als Menschen in der Lage sind, Solidarität und gleiche Augenhöhe mit Menschen zu empfinden, die in ganz anderen Teilen der Welt heute leben. Und bei der Nachhaltigkeit geht es ja noch weiter, mit Menschen, die erst in 50 oder 70 Jahren leben werden. John Schellnhuber packt das immer in das ergreifende Bild, ist derjenige, der sich eben heute gegen den Parkplatz wehrt vor seinem Haus, dass der abgeschafft wird, dann wird er mit der gleichen Würde betrachtet wie der philippinische kleine 5-jährige Junge, der in 60 Jahren durch die massive Zunahme an Wirbelsternen sterben wird. Sind wir zivilisatorisch in der Lage, diese Abwägung auf gleicher Augenhöhe vorzunehmen? Das ist der Zivilisationssprung, der Menschheit im 21. Jahrhundert vor Augen steht. Und die Frage, wie weit wir zivilisatorisch sind, wird derzeit auf der globalen Bühne hier in Deutschland ausgetragen. Hier wird geschaut, ob eines der reichsten Länder in der Lage ist, heute schon diese Solidarität in einer begrenzten Form zu praktizieren oder an dieser Aufgabe scheitert, weil das eben dann ein ganz zentrales Signal in die Welt ist. Und ganz, ganz viel davon passiert natürlich in der Hauptstadt dieses Landes und in einer Stadt, die in ihrer kulturellen Vielfalt, in ihrer Dynamik natürlich geradezu sagen, ein Schmelztiegel ist für die Frage, wie das gelingen kann. Ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wenn man diese abstrakten globalen Konferenzen und Kulissen sieht. Das, was dort verhandelt wird, in sehr, sehr abstrakten Zielen, da sagen der Lackmustest, der passiert vor Ort. Und auf der globalen Bühne passiert er derzeit insbesondere in Berlin vor Ort. Und ich glaube, das ist auch so eines der Energie- und Kraftquellen der vielen, vielen tausend engagierten Menschen hier in Berlin, die diese gesamten Nachhaltigkeits- und Klimaprozesse auf den Weg bringen, die sich in der Flüchtlingsdynamik engagieren. Also sie sind auf dieser Bühne, da kommen sie auch nicht wieder weg, und nehmen sie es als Motivation, die Prozesse entsprechend zu gestalten, egal ob sie das in politischer Funktion, in der Zivilgesellschaft oder in Unternehmen machen. Das also die Bühne. Zum Songmotiv. Ich habe gesagt, das Songmotiv ist im wirklich, und das ist, glaube ich, aus meinen Ausführungen gerade deutlich geworden, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Denn Nachhaltigkeit ist und auch Klimaschutz ist in letzter Konsequenz nichts anderes als eine Verlängerung der Idee der Menschenrechte. Dieser Planet da draußen, seine Ökosysteme, die kommen mit sehr, sehr unterschiedlichem Klimawandel gut zurecht. Das, was das Entscheidende ist, ist, dass die Geschwindigkeit des Klimawandels in vielen Teilen der Welt in einer Dynamik Umbrüche auslöst, die dann massive Auswirkungen auf das physische Leben, aber die Lebensqualität von anderen Menschen haben. Und verantwortungsvoller Umgang mit dem Klimawandel bedeutet eben diese Idee, dass der gleichen Rechte von Menschen, egal wo sie auf dem Planet leben und ob sie heute oder in Zukunft leben, das ernst zu nehmen und zum Prinzip des eigenen Handelns zu machen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass in der Debatte eben auch über die Transformation und Klimaschutzstrategien innerhalb von Städten wieder stark ins Zentrum zu rücken. Denn wir haben diese Debatte lange sehr naturwissenschaftlich und technologisch geführt. Wir hatten eben das Gefühl, na gut, das kann eigentlich alles bleiben, wie es ist, auch mit seinen ganzen Ungerechtigkeiten, wenn wir eben nur die Ökoproduktivität unserer Dienstleistungen und Produkte, unserer Energieversorgung erhöhen, das, was wir an Automobilen fahren, durch Elektromobile ersetzen. Und immer klarer wird, dass das ökologisch nicht reicht, aber dass es insbesondere eben auch nicht reicht, um diese sehr viel weitergehende zivilisatorische und humanitäre Herausforderung anzugehen. Sondern was wir brauchen, ist eine Kopplung von Veränderungsstrategien auf zwei Ebenen. Und wir fassen das ist eines jetzt der wenigen weiteren Bilder, die ich mitbringe, mit dieser Idee einer doppelten Entkopplung. Und das, was ich gerade skizziert habe, diese technischen Perspektiven, das ist das unten. Wir haben auch im Wuppertal-Institut ja viel dazu gearbeitet. Faktor 4, Faktor 10. Ich kann gleiches Licht erzeugen mit einem Siebtel und einem Achtel der Energie.
ich kann Häuser so dämmen, dass sie sogar zu Positivenergie Häusern werden. Ich kann Abfallkreisläufe, wenn ich das intelligent mache, sehr, sehr gut schließen. Und das ist eine und bleibt auch eine wichtige Komponente, gerade wenn man über Klimaschutz in Städten nachdenkt. Viele technologische Lösungen werden da eine zentrale Rolle spielen. Aber wir müssen gleichzeitig, wenn wir die globale Herausforderung sehen, anerkennen, dass wir uns auch dieser zweiten Dimension der Entkopplung stellen müssen, zu erkennen, dass ein hohes Maß an Lebensqualität gar nicht unbedingt an dem materiellen Wohlstand einer Stadt, einer Volkswirtschaft hängt, sondern von ganz anderen Faktoren getrieben wird. Die Möglichkeit der zivilisatorischen Beteiligung, die Solidarität in der Stadt, die Identifikation, die Möglichkeit an Bildung und auch Gesundheit teilzuhaben. Da haben wir Volkswirtschaften, die unendlich große Anteile ihres Bruttosozialproduktes in die Gesundheitsversorgung stecken, nehmen Sie die USA, und trotzdem viele Millionen Menschen nicht versichert sind und Gesundheitssysteme in Ländern wie Vietnam und anderen mit sehr, sehr viel geringeren Pro-Kopf-Ausgaben, wo dennoch in der Breite der Bevölkerung hohe Gesundheitsversorgung sichergestellt wird und auch die objektiven Public-Health-Zahlen dann sehr, sehr viel besser sind als entsprechende Nationen. Im Bildungsbereich ähnlich starke Abweichungen zu erkennen. Und das ist ja natürlich gerade eine Herausforderung für Berlin, das, woran Berlin auf der einen Seite leidet, eben nicht klassisch boomende ökonomische Hauptstadtmetropole in vielleicht vergleichbaren Maßstäben wie London oder anderen Hauptstädten zu sein, sondern eine ganz eigene Form von kombinierter Wohlstandsproduktion zu haben. Das gibt Berlin in diesen Fragen der anderen Entkopplung so eine globale Vorreiterrolle. Hier kommen ganz, ganz viele Menschen, Engagierte hin, die diese andere Form von Lebensqualität produzieren, weil sie eben etwas finden, was sie in einem sterilen, komplett durchökonomisierten London oder Paris nie finden würden, und tragen mit dazu bei, dass die Integration, die Inklusion, das zivilgesellschaftliche Engagement in dieser Hauptstadt und insbesondere auch dieses kreative Momentum eine Ausprägung hat, um dass uns ganz, ganz viele andere Staaten in diesen Transformationsprozessen beneiden. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir über Klimaschutz reden, zu erkennen, dass dahinter eben nicht nur ein technisches, naturwissenschaftliches Reduktionsprojekt steckt, sondern genau ein Weg entlang dieser doppelten Entkopplung. Und ich möchte es jetzt illustrieren, sozusagen an den drei Strophen, in denen sich dieses Songmotiv ausbuchstabiert. Und das ist natürlich einmal die ökologische Dimension. Und da ist auch in diesem Jahr eigentlich eine sehr schöne Neurahmung passiert. Denn wir sind ja alle schon so ein bisschen müde, über diese CO2-Reduktionsziele zu reden und dann hier mal 30, da 40%, du schaust eben gar nicht mehr durch, wann eigentlich bis wann was erreicht werden soll. Und in diesem Jahr ist ja auf zwei, sagen, Nebenbühnen, für den einen oder anderen vermutlich eher sogar Hauptbühnen, was sehr Eindrucksvolles passiert. Wir hatten den G7-Gipfel, wo die 7 Staatschefs dieses Gipfels sich darüber verständigt haben, die komplette Dekarbonisierung der Weltwirtschaft bis zum Ende des Jahrhunderts anzustreben. Und in der Enzyklika des Papstes Laudato Si spielt dieses Motiv der Dekarbonisierung auch eine ganz zentrale Rolle. Und wir als wissenschaftlicher Beirat globale Umweltveränderung, wir waren noch ein Stück ambitionierter als die G7-Chefs, wäre auch schlimm, wenn man es nicht wäre. Dort ist das Ziel eben Dekarbonisierung bis zum Jahr 2070. Und das hat Charme, weil wenn man sich das vorstellt, heißt das, im Jahr 2070 gibt es keine Energieversorgung, keine Wärmeversorgung, keinen Verkehr mehr auf der Basis fossiler Energieträger, weil die eben in der Erdkruste bleiben müssen, um das Klimakatastrophe zu verhindern. Und das ist so wunderbar konkret. Denn da muss sich jeder ja fragen, wie machen wir denn das? Wirklich überhaupt gar nicht mehr fossil. Da kannst du auch nichts verrechnen und mit spannenden Emission Trading irgendwie gucken, dass du dich durchmogelst. Nein, 2070, jedes Land, jeder Kontinent, jede Stadt, jedes Unternehmen carbonfrei. Und jetzt überlegen wir uns, wer sind denn diejenigen, die diese Entscheidungen
2070 dann endgültig umgesetzt haben müssen. Wer sind dann, wenn man sagen, die Entscheiderdimension nimmt, die 50- bis 60-Jährigen, die dafür in Verantwortung stehen, die werden gerade alle geboren. Ne? Da können Sie auf die Geburtsstation der Krankenhäuser gehen. Da wächst diese Generation jetzt groß. Das heißt, die wird geformt über unser Bildungssystem, in der Art, wie sie in Unternehmen, in anderen Bereichen sozialisiert wird. Diese Menschen, die können Sie heute schon beobachten, die diese Aufgabe vor sich haben. Und das zusammenzubringen, diese Konkretheit der Dekarbonisierung mit dem eben auf der einen Seite lang weit weg seiend, aber mit den Menschen heute schon zusammenzuleben, mit denen wir das gemeinsam zu gestalten haben, das macht einen Charme dieser Dekarbonisierungsvision 2070 aus. Und ich Ihnen einfach so als einen Impuls in die Debatte mitgebe, nehmen Sie das vielleicht als weitere Rahmung mit, denn das kann dann vielleicht auch nochmal eine ganz andere Konkretheit und Elan in diesen Diskussionen auslösen. Zu der sozialen Dimension, sozusagen die zweite Strophe, diese Dimension der Teilhabe, die zentral ist. Das bewegt Menschen und da muss ich einfach immer sagen, wenn ich Ihre Texte höre, das Album Stadtaffe ist für uns in der ganzen Familie ständiger Begleiter, die sich einfühlen können, wie Menschen ticken, Stimmung aufzunehmen, diese Bewegung aufzugreifen. Das ist sozusagen das, was berührt und was Bewegung auslöst. Und das macht sich über Teilhabe fest. Eine Teilhabe, die auf der einen Seite ganz substanzielle Teilhabe heißt. Unterkunft, Essen, Gesundheitsversorgung, die Herausforderung, die Berlin und viele andere Städte jetzt haben im Umgang mit den Flüchtlingen. Ohne diese substanzielle Teilhabe sind alle anderen Formen von Teilhabe unendlich weit weg und das sich kümmern um Klimafragen erst recht. Das ist das Minimum an humanitärer Voraussetzung, das sichergestellt werden muss. Und dann geht es natürlich auch um Formen ökonomischer Teilhabe, teilzuhaben an dem produktiven Prozess einer Gesellschaft. Und da ist es eben wichtig, das sehr viel breiter zu verstehen als nur die klassische im Bruttosozialprodukt gemessene ökonomische Wertschöpfung. Und Berlin ist, glaube ich, eine Hauptstadt dieser sehr, sehr viel weiter zu verstehenden ökonomischen Teilhabe. Nämlich sich produktiv einzubringen darin, dass eine Stadt sich weiterentwickelt, Hybridformen zwischen ehrenamtlichen und professionellem Engagement, unterschiedlichste Formen von Start-ups, die genau in diesen Graubereichen auch funktionieren und damit aber Menschen in diese gesellschaftliche Dynamik und den Entwicklungsprozess mit einzubeziehen. Und ich glaube, dieses erweiterte Verständnis von ökonomischer Teilhabe wird ein Schlüssel auch für urbane Entwicklung. Wir rahmen das unter dem Bild Wirtschaftsförderung 4.0. Also die Wirtschaftsförderung der Zukunft wird sich eben nicht nur darum kümmern, noch ein weiteres Pharma- oder Automobilzulieferindustrie auf einem ausgewiesenen Industriegebiet auszuweisen. Das wird auch eine Komponente sein, sondern auch diese anderen Formen ökonomischer Wertschöpfung voranzutreiben und damit Stadtgesellschaften auf das vorzubereiten, was wir vermutlich angesichts der auch globalen Entwicklung eben erleben werden, dass die lange selbstverständlichen Wachstumsraten bis in die 80er Jahre eben sich auch ökonomisch gar nicht mehr aufgehen, ne? Weil wir heute ökonomische Wertschöpfung in Bereichen erzeugen, wo man sich fragt, muss das überhaupt noch sein? Also da findet insgesamt auch durch die gewaltigen Produktivitätsfortschritte, die wir haben, werden Umdenken statt. Und Kommunen, die früh auf so eine Idee einer Wirtschaftsförderung 4.0 und dieses erweiterte Produktivitätsverständnis umstellen, machen sich da, glaube ich, in vielerlei Hinsicht zukunftssicherer. Und das ist dann auch eine zentrale Komponente, um mit Klima- und Nachhaltigkeitsherausforderungen ganz anders umzugehen. Und es ist eben dann diese ganz konkrete Teilhabe an den vielen gesellschaftlichen Prozessen, sich mit Engagement einzubringen. Und das ist sagen wir dann die Kür, ne? Und die Identität zu entwickeln. Und diese Teilhabe, die kann eben unterschiedlichste Formen haben, aber sie macht sich dann fest darin, eine Stadt zu lieben, hineinzukommen, die Stadt mit all ihren Ecken und Kanten wahrzunehmen, auch mit ihren Problemen und dennoch zu spüren, ich bin ein Teil davon. Und ich bin froh, dass ich hier bin und ich bin froh auch, dass das all diese Ecken und Kanten hat und ich bringe mich dort ein. Das ist sozusagen die höchste Form der Teilhabe. Und ich merke das, wenn ich gelegentlich mit dem Zug hier nach Berlin fahre und man so ein bisschen so einen frustrierten
Tag hatte und sich dennoch auf diese Stadt, wenn man spät nachts hier ankommt, hineinstimmt, dann habe ich auch auf den Stadtaffen auf dem Ohr und du kriegst dann direkt wieder die Liebe zu dieser Stadt. Ich höre jetzt aber bald auf damit mit diesen Metaphern. Er kann ja gleich dann noch zurückschlagen. Gut. Und damit ist eigentlich die Brücke zu dem letzten und dritten Punkt da, nämlich diese Diversität, Vielfalt, Herstellen von Identität als grundlegender Kompass, wenn wir über Klimaschutz und Städte reden. Wir fassen das im WBGU so mit der Formel, eigentlich gibt es da draußen 100.000 Labore, wo unterschiedliche Wege zum Klimaschutz und der Nachhaltigkeit gegangen werden. Und diese Vielfalt gilt es zu beleben. Und ich finde, Herr Geisel, Sie haben das gerade an einigen ja der Themen wunderbar auf den Punkt gebracht. Umgang mit öffentlichen Raum. Wie gehe ich mit Verdichtung um in einer Stadt, die ihm gezeigt hat in ihrer Geschichte, dass Verdichtung ganz andere Qualitäten hat? Wie kombiniere ich Wohnen und Arbeiten neu in der Stadt, die auch ganz neue Wertschöpfungsstrukturen hat? Da wird auf Berlin geschaut. Der Berliner Weg darf nicht das Klimaschutzkonzept des Freiburgs oder New York kopiert sein, sondern es heißt, sich genau an diesen Identitäten zu orientieren, auch den Mut zu haben, in den politischen Rahmensetzungen genau diese Individualität auszuspielen, sodass jeder sagt, Mann, 2030 ist irgendwie total schräg und wahnsinnig, wie Berlin das erreicht hat mit den Klimaschutzzielen. Das war so komplett anders als bei den anderen, weil das regt dann genau diese Bereitschaft an, eigene Wege in vielen anderen Städten zu gehen. Und das macht dann eben auch die Lust. Das verknüpft sich dann mit dieser Identifikation und spricht Menschen dort an, wo es die Bewegung braucht. Denn das wird, und damit möchte ich eben schließen, wird die große Herausforderung, wenn wir über Klimaschutz diskutieren, dass wir jenseits dieser Top-Down-Prozesse, die wichtig sind, auch als Eckpunkte und Rahmen, dass wir dieses Thema Klimaschutz als ein gewaltiges Freiheitsprojekt innerhalb solcher menschgerechten Leitplanken fassen. Es ist letztlich eine gewaltige Zivilisationsherausforderung, vor der wir stehen, aber natürlich auch ein Geschenk, die und mit denen auch anzugehen, die da gerade in den Kreissälen liegen. Und diese ganze Power, die wir als Menschheit in der Geschichte immer wieder bewiesen haben, für diese Herausforderung auf die Straße zu bringen und in ihrer ganzen Vielfalt umzusetzen. Und wenn es gelingt, einen Teil dieses Esprits in Klimaschutzstrategien mit auf die Straße zu bringen, dann hat das, glaube ich, auch ganz, ganz wichtigen Ausstrahlungseffekt. Nicht nur auf andere Teile und Städte in Deutschland, sondern weltweit, weil derzeit so auf Berlin geschaut wird. Und ich bin der festen Überzeugung, Berlin bringt alle Voraussetzungen mit, dieser Starrolle auf der Bühne gerecht zu werden. Herzlichen Dank.